Was geht? Aber ein Schnittchen. Herzlich willkommen zur Bestrafung Skiregion Simulator 2012. Und da muss ich mich doch zu Beginn des Videos direkt erstmal fragen, warum? Warum? Wer zum Teufel spielt einen Skiregion Simulator? Ja? Außer mir jetzt vielleicht, der das Spiel als Bestrafung spielen muss. Und ich habe mir hier schon eine Uhr am Laufen, ja? Ich habe mir hier eine Uhr angemacht, wobei ich genau sehen kann, wie lange ich schon spiele. Denn ich werde Peter, ne, keine Minute länger schenken als notwendig. Denn ich glaube, dass das Spiel richtig, richtig behindert wird. Ich meine, der Landwirtschaftssimulator war schon kacke. Viele von euch haben ja gesagt, boah, ihr Stadtkinder, ihr habt keine Ahnung. Ja, das Spiel war trotzdem Bullshit. Und ich glaube nicht, dass das Spiel sehr viel besser wird. Ja, komm, ich spiele auf normal. Schutzmatt. Pflege und verwalten Sie dieses riesige Skigebiet in der Schweizer Bergwelt. Boah, ja, komm, Alter, ich habe mir nichts sehnlicher in meinem Leben gewünscht, als irgendwann auf dem PC eine Bergregion zu verwalten, auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Spiel wird geladen, bitte warten. Boah, der Wahnsinn. Ich frag mich, was man da machen kann. Kann man da... Ja. Wenn man Landwirtschaftssimulator, da kann ich halt irgendwo nachvollziehen, ja, da kann man, Säen, ernten, bla bla bla. Was kann man hier machen? Piste pflegen oder was? Na gut, wir wollen ja nicht mit so einer ultra negativen Einstellung an das Spiel rangehen. Ja, es hat fertig geladen. Sehr gut. Da drücken wir mal auf Start hier. Sehr gut. Oh, 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 hier geht's schon los. So, da geht's schon los mit dem Tutorial. So, boah, die Maus könnte aber auch erstmal eine. Boah, wie das am Ruckeln ist, ey. Und das für so ein Kack-Game einfach nur. Na gut, vielleicht muss die ganze Rotz auch erstmal laden. So, weiterspielen. Achso, ich kann hier nicht die Einstellung ändern. Na gut, so, was haben wir denn hier? Willkommen in Stutzmatt. Hier beginnt Ihre Karriere als Manager einer kompletten Skiregion. Die drehenden Fragezeichen sollen Sie zu Beginn mit den wichtigsten Elementen des Spiels vertraut machen. Ist ja der Wahnsinn. So, kann ich hier schon einsteigen? Komm, was ist der Tutorial? Da scheiße ich meinen dicken Haufen drauf. So, was steht denn hier? Dies ist Ihre erste Skipiste. Stellen Sie mit Ihren Maschinen sicher, dass Ihre Piste immer in einem guten Zustand sind. Ansonsten kriegen Sie bald keine Gäste mehr. Jede Skipiste in der Region ist mit zwei Stationen verbunden. Gehören Ihnen beide Stationen, sind Sie automatisch im Besitz der dazwischenliegenden Pisten. Aha, okay. So ein bisschen wie ein Monopoly, ja? Okay, das war vielleicht ein bisschen Bullshit gelabert, aber egal. So. Die Anzeigen oben an diesem Torbogen informieren Sie über die Nummer und den Zustand der jeweiligen Skipiste. Der Zustand in zwei Werten aufgeteilt. Der linke Balken symbolisiert die Schneemenge auf der Piste, der auf der rechten Balken zeigt an, wie gut die Piste präpariert ist. Zwei volle Balken stehen für optimale Piste. Okay. Schneemenge. Schneemenge ist gut. Aber die Piste ist ganz schön kacke präpariert. Was steht denn hier? Switzerland Tourism. Hammer geil, ey. Boah, ist das Spiel am Ruggeln. So. Oh, guck mal, da ist ein Auto. Ist ja der Wahnsinn. Hier gibt es sogar NPCs, oder? So, was haben wir denn hier? Vor Ihnen steht eine zweifache Stilstation, die zu Beginn des Spiels in Ihrem Besitz sind. Rücken Sie SK, um die Übersichtskarten aufzurufen. Dort können Sie unter anderem sehen, welche Stationen und Pisten momentan Ihnen gehören. Ja, mega geil, ey. So, hier, wo bin ich denn? Da, die gehört mir. So, die Piste gehört Ihnen nicht. Boah, guck mal, wie viele Pisten es gibt, ey. Hängt mich halt am Arsch. Aber die gehört mir. Hilfskraft einstellen. Soll diese Piste für 20.000 Euro von der Hilfskraft präpariert werden? Nein, das machen wir schön selber. So, was haben wir denn hier? Taste R. Skistation verwalten. So. Maximale Kapazität 80 Gäste. 1.800 Euro am Tag Betriebskosten. Ist ja der Wahnsinn. So, okay, weg damit. Telefon. Aha. Helpline anrufen. Die Skiregion ist täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten werden Sie keine Skifahrer auf den Pisten und Liften antreffen. Boah, bin ich ja mal hart gespannt. Das war ein Bentley, guck mal da. Bin ich mal echt gespannt, ob wir hier überhaupt irgendwelche Leute antreffen werden. Aber guck mal, hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge los, wie man so schon sieht. Hier, das ist ein Suzuki Swift, müsste das sein. Ja, ja, auf jeden Fall. So, da unten war aber noch was. Ich kann auch rennen. Boah, guckt euch diese gewaltige Grafikpracht dieses absoluten AAA-Titels an. Taste der Anlage kaufen. 6.000 Euro am Tag. Nee, 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 nee. Ich habe ja noch gar nicht hier, ich muss erstmal die Piste in Ordnung bringen. Meine, um 7 Uhr kommen die ersten Gäste. So, Taste E einsteigen. So, das ist hier so ein Skipistenbereiter, oder was? Boah, guckt es euch an, warte.
So, Kuh ankuppeln. Na, hier auch. Ankuppeln. Alles klar. GV ist... Okay, Skipiste Nummer 8 ist in einem schlechten Zustand und sollte präpariert werden. Kosten für Schneetransport 0. Kosten für Präparation 20.000 Dollar. Nein, Mann, ich mach das selber. So, Taste G, Geräteauswahl wechseln. V, Walze senken. Okay, Walze anheben. Wie kann ich denn jetzt die Walze anheben? Da, so. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir die Piste hier präpariert bekommen. Denn die, unsere Gäste sollen ja auch Spaß haben. Auf der Piste. Boah, die Steuerung ist aber mega hart für den Arsch. So. Passiert denn da jetzt überhaupt was? Boah, ja, guckt's euch an. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! So. Was mache ich denn überhaupt mit der vorderen, okay, wie auch immer. Ich muss auf jeden Fall die Walze bedienen. Die muss hier den Schnee machen. So, guck mal hier. Ist das nicht wunderbar? Mach ich das nicht schön? Boah, guck mal hier. Ein Traum eines jeden Skipistenbesitzers. Ja, oh, da war jemand. Der fuhr die Piste herunter. Okay, es gibt hier tatsächlich auch Leute zu sehen. Ist ja der Wahnsinn. So, ich habe noch 199.000 Euro. Voll geil, wa? Kranker Scheiß. So, wie lang ist denn die verfickte Piste? Ach so, und die das richtig geil finden, die da, bei denen da einer abgeht, ja, die, so, jetzt gucke ich mal, ob sich da tatsächlich was ändert, wenn ich jetzt hier mit dem Ding hier rauf und runter fahre. Ah, da fängt die Piste an, okay. So, pass mal auf jetzt machen wir mal weiter hier. Mein Teil hier zieht immer voll nach links. So. Jetzt fahren wir damit mal runter. Oh, guck mal! Guck mal, der Balken hebt sich! Oh, das erste Erfolgserlebnis! Ich habe auf meinen Popschutz gespuckt. Boah, guckt euch das an. Ist das nicht der Wahnsinn? Das macht richtig Spaß, ey. Nicht. ich meine, Bauer kann ich ja noch verstehen. Ich meine, wer Landwirt ist und gerne Landwirtschaftssimulator spielt, kann ich noch irgendwo nachvollziehen. War aber so eine Rotze hier. Das ist ja echt sowas von sinnbefreit einfach nur. Aber egal, es dient einem höheren Zweck. Wir wollen ja, dass unsere Gäste hier, ja, Spaß am Skifahren haben. So. Guck mal, ist das nicht wunderschön, wie wir das hier machen? Jetzt darf ich bestimmt auch nicht nochmal da drüber fahren, sonst geht das direkt wieder kaputt. Na, guck mal, jetzt muss man das so machen. Ah, hier mit der Walze schön da drüber. Boah, guckt mal, guckt mal. Guck mal, da haben die Leute doch Spaß am Fahren, ey. So, jetzt baller ich hier erstmal so eine Schneise rein. Boah, guck mal, da fahren sie sogar schon. Ey, jetzt fahr doch nicht direkt über meinen frisch gewalzten Dingenzieher. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah. Boah, ganz ehrlich, ich schlafe schon fast ein dabei. Also ich meine, das ist so ein bisschen so... wir walzen irgend so eine Scheiße hier. Ja, also dass da jemand eine Freude dran haben kann. Ich meine, ich bin das Spiel jetzt in einer Tour am schlecht machen, ich weiß. Tut mir furchtbar leid, aber ich meine, ich habe noch nie sowas Sinnbefreites gespielt. Eine Skipiste zu... Oh, komm, das muss reichen. Jetzt sollen die halt die rechte Seite benutzen. Dann gucken wir mal, was dieses komische Ding noch zu sagen hat. Boah, muss ich schon gern, so langweilig ist das. So. Jede Station in ihrem Besitz bietet eine Reihe von Anlagen, die sie kaufen und umbauen können. Grüne Symbole. Das Angebot reicht vom Imbestand bis zur Helikopterplattform. Je nachdem, welche Geschäfte sie anbieten, sprechen sie andere Zielgruppen an. Boah, geil, ey. Was können wir denn hier bauen? Anlage kaufen. Kleine Erweiterung. Jede Station hat eine kleine Erweiterung, wo sie nicht allzu teure Anlagen bauen. Klicken sie auf kaufen. Oh, komm, kaufen, ey. Infostände helfen, ihrem Skigebiet besser zurückzuführen. Je mehr sie davon kaufen, desto eher finden Besucher die passende Skistation. Alles klar, 18.000 Euro. Obwohl, haben wir ja wohl. So. Tief, ich kann jetzt auch für 3 Euro, ja, gibt es hier eine Info. Aber machen wir mal 1 Euro, das muss ja wohl reichen. Gästeinfo, Zufriedenheit 33%. Alles klar. So, okay. Boah, jetzt haben wir hier einen Infostand. Kann ich da reingehen? Ne, kann ich nicht. So, war mal geil. Was ist das hier? Gehört der Lift mir? Ah ja, der gehört tatsächlich mir. So, Preis Tageskarte. 14 Euro. Empfehlung, machen wir mal 20 Euro. So. Erstmal von 14 auf 20 Euro hochgefahren. So. So, jetzt wollen wir aber nochmal hier... Oh, was ist denn das da? Da kann ich noch was kaufen. Was ist denn das hier? Einrichtung, in der Größe, bla bla. So, was ist denn das?
Warte, hier, komm. Okay. Kaufen. So, Imbissstand, 21.000 Euro. Für einen kleinen Happen oder ein wärmendes Getränk machen Skifahrer gerne einen Zwischenhalt beim Imbissstand. Jawohl. So, tief. Machen wir nochmal. Essen, Fastfood, Süßigkeiten, Salate, Kaviar. Jawohl, Kaviar einfach. Mach mal Salat. Ne, mach mal Fastfood. So, auf jeden Fall. Ach, meine Nase juckt. So, guck mal. Ein Imbissstand. Ist das nicht geil mit Würstchen und Pizza? Hier, das wird, der Texturmatch wird wahrscheinlich Pizza darstellen. Und das hier wird wahrscheinlich Würstchen sein. So, ist das nicht der absolute Oberwahnsinn? Scheiße, ist das Spiel geil. Boah, 10 von 10 auf jeden Fall. So. Gut, dann steigen wir jetzt mal hier ein. Piep, piep, piep. Ja, Peters Mutti, die piept nämlich auch mal beim Rückwärtslaufen. So. Müssen wir mal die Piste jetzt noch ein bisschen hier walzen. Das ist voll wichtig. Das ist voll wichtig. Ich bin nämlich gerade noch nebenbei dabei, meine Sachen zu packen. Denn, ich glaube, ich weiß gar nicht, bin ich bei der Ausstrahlung dieser Folge auf dem Rückweg aus Amiland oder bin ich noch da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade am Koffer packen. Bin noch nicht losgefahren. Ich habe da voll den Knick reingemacht, deswegen fahren wir jetzt einfach mal geradeaus. So, hier, so. Boah, guck mal, wie sich der Balken füllt. Na komm, damit müssen die Leute ja wohl zufrieden sein, oder? So, hier, guck mal, wir drehen jetzt mal richtig geil. Kettenfahrzeug hat ja immer quasi einen Wendekreis von 0. Jetzt fahren wir noch da vorne über das Stückchen drüber. Ah, es hat mich schon so einen schönen sonnigen Tag, so eine Skipiste zu bewirtschaften. Geil, oder? Ich meine, das macht einen doch richtig geil im Höschen. So, jetzt gucken wir mal da unten, ob wir da unten nicht vielleicht noch irgendwas bauen und holen können. Ja, guckt euch das an, wir haben eine gute Arbeit geleistet hier, das ist fast voll. Jetzt stellt euch vor, ihr müsstet das jetzt, wenn ihr jetzt dieses Spiel spielen würdet, jeden Tag machen. Also stellt euch vor, am nächsten Tag ist die Piste wieder nicht richtig fertig. Dann müsstet ihr euch so einen Mongo kaufen, der sich da drum kümmert. Gibt's natürlich auch, ist klar, aber davon gibt's noch Infostände. Aber guck mal, ist doch schön hier, die ganzen Hotelzimmer und so. Skifahren war ich auch schon ewig nicht mehr. Ich meine, ich kann Skifahren. War ich aber jetzt schon seit 5, 6 Jahren nicht mehr. Ich müsste mich einmal auf die Bretter stellen, mal einmal eine Runde fahren und dann geht das schon wieder. Hotels erhöhen ihre Besucherzahl merklich, sind jedoch recht teuer und haben hohe Betriebskosten. Einen Kauf sollten sie nur erwägen, wenn sie mehr Gäste benötigen und nicht gerade in Finanznöten stecken. Okay. Na, Baby. Hallo. Na, du geiler Skihase. Pistenhäschen. So, was ist das denn hier für eine Scheiße? Okay. Boah, jetzt merkt man richtig, wie das am Ruckeln ist. Der muss jetzt erstmal nachladen. Gibt's hier nicht so ein Jetski für mich oder so, womit ich mich mal ein bisschen. Ne, nicht Jetski, so ein Skiteil, so ein Schneemobil. Womit ich mich hier voll durch die Gegend bewegen kann. So, ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, das Spiel ist jetzt schon für mich ausgereizt. Ich weiß ja zum Beispiel, außer mit meinem Kettenfahrzeug, nicht, was man jetzt hier noch machen kann. Ich kann mich aber auch nicht selber auf die Bretter stellen, deswegen laufen wir jetzt einfach mal zurück zum Fahrzeug und fahren mal nochmal in den Hang hoch. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes. Ja, kann ja sein. Guck mal, da ist Geld. Was kann ich denn hier machen? Finanzen ansehen. Oh, ja, wunderbar. So. Jetzt mal ab in das Wägelchen, Taste E. So, die Walze kann ich aber jetzt auch mal heben. Ja, die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Vielleicht bewegt sich das Teil nochmal schneller. Boah, guck mal, wie sie hier. Boah, kann ich denn eigentlich umfahren? Guck mal, warte mal. So, mal sehen, wo fahren die? Ey, nicht direkt da reinfahren. Jawohl, ja, 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 ja. Ja! Oh, schade, hat nicht gereicht. Mal gucken, ob ich den ersten Unfall hätte. Oh, da war noch ein anderer. Boah, mal gucken, vielleicht kommt uns hier noch einer entgegen. Vielleicht haben wir noch Glück. Wir können einen mit unserer geilen Walze aufspießen. Guck mal, der hier, der ist doch perfekt. So! Lol, der ist einfach durch uns durchgefahren. Ah, okay. Hätte ja sein können, dass wir den mitnehmen können. Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso sind da überall so Flecken? Was ist denn das? Das ist aber nicht nett. So, 146 Liter Sprit haben wir noch. Boah, das wird eins der beschissensten Spiele. Boah, wie kann man nur so eine Scheiße spielen, ja? Aber auch Skipisten wollen bewertet werden, ja? Da muss man mal ganz einfach. Boah, ich möchte keine Kommentare lesen von wegen. Boah, das Spiel ist doch voll geil, du hast keine Ahnung. Boah, ganz ehrlich, wa? So, gibt's jetzt ja eigentlich noch irgendwas für mich zu tun?
Ich habe jetzt die Skipiste, habe ich jetzt voll schön gemacht und so. Und hier ist Piste Nummer 5. Oh, boah, ist das Spiel geil, ey. Leck mir am Arsch. Kann ich nicht mal mit Vollspeed hier runterbrettern? Guck mal, was ist denn da unten? Parkplatz. Na, wunderbar. So, da die Piste mir aber nicht gehört, sehe ich gar nicht ein, dass ich die jetzt auch noch hier... Boah, was soll das denn? Passt mal auf hier. So geht das aber nicht. Bin ja am Arbeiten. Hören Sie mal. Festveranstaltung im Chalet Kulibé. Okay, akzeptieren. Warte mal, für einen Kleinversion wird eine Kühlbox mit Appetithäppchen erwartet. Zeitlimit 3 Minuten. Belohnung 9000. Akzeptieren. So. Fahren Sie mit einem Transportschlitten zu dem grün blinkenden Ring auf Ihrer PDA-Karte. Sobald die Ware aufgeladen ist, erscheint auf der PDA-Karte der Zielpunkt und das Zeitlimit wird gestartet. Ja, schön. Aber, wo ist mein Schlitten? Meint ihr, der hier... Ich glaube, da hinten ist doch eine Ladefläche. Das muss doch reichen, oder? Mal hier. Ja. Ja, ich glaube, der ist dafür nicht geeignet. Wenn ich aussteige und das Ding so mitnehme, vielleicht? Nee, auch nicht. Hätte ja sein können. Aber wo ist denn hier mein Schlitten? Ich meine, die da hinten gehört mir. Also müsste doch hier auch irgendwo so ein Transportschlitten rumstehen, oder? Oder nicht? Aber hier stehen keine anderen Fahrzeuge. Ich habe jedenfalls noch keine gesehen. Warum lasen wir? Ich habe jedenfalls noch keine gesehen. So ein geiles Jetski. Jetski, so ein Schneemobil! Wäre geil. Ich brauche ein Schneemobil. Darum ist ein Heli. Boah, wenn wir Heli fliegen könnten, das wäre ja mal mega awesome. Vielleicht steht da ja auch mein Schneemobil. Boah, das wäre fett. Das wäre fett, wenn wir jetzt in den Heli steigen könnten. Was ich mir zwar... Boah, da sind wir eigentlich nicht schneller, wenn wir... Boah, wir sind viel schneller, wenn wir zu Fuß laufen. Swiss Panorama. So, hier. Solange Sie keine eigenen Hubschrauberplattform besitzen, müssen Sie verletzte Skifahrer hierher transportieren. Okay. Boah, wenn das jetzt geht, ne? Geht natürlich nicht, war ja klar. Was auch sonst. Hätte den Spielspaß ja nur mal um ein Fünffaches nach oben geschraubt. Aber nein. Da steht ein Schneemann. Boah, guck mal, ist das nicht schön, der Schneemann hier? Oh, wer den wohl gebaut hat? Boah, hier gibt es kein Mobil für mich. Das Wasser, können wir schwimmen gehen? Unsichtbare Grenze, passt mal auf. Nee. Wir sind Jesus, wir können auf Wasser laufen, oder? Das sieht jedenfalls fast so aus. Kann ich auch tauchen? Nein. Boah, leck mich am Arsch, wir sind auf Wasser gelaufen. So, und jetzt? Ich check hier nicht, wo meine Fahrzeuge sind. Das wird mir auch auf der Karte nicht angezeigt, ne? Auf meinem geilen PDA. Meine Fahrzeuge werden mir auch nicht angezeigt. Das ist natürlich auch super nett. Oh, hier auch nix. Da vorne? Ne, das ist Holz. Wir gucken uns jetzt einfach mal in dem Dörfchen hier um. Vielleicht gibt es ja hier was Schönes zu entdecken noch. Wir könnten natürlich auch GTA-Style-mäßig voll so ein Auto klauen, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht möglich ist. Da ist ein Iglu. Geil. Guck mal, was die alles gedacht haben hier. Kann ich da reinkriechen? Nein. Ah. Aber hier gibt es bestimmt voll die mega schönen Skipisten teilweise. Sie haben sich bestimmt die mega Mühe gegeben. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ah. Aber ich finde hier leider nichts, was irgendwie transportmäßig wäre. Ich hätte das Ding auch einfach aufheben und die 5 Meter tragen können. Das wäre auch noch möglich gewesen, aber... Alter, wo sind wir denn hier jetzt? Wahrscheinlich bin ich da unten irgendwo, also da. Hier kann ich mir die MNP... Lol, als ich mich zu meinem Fahrzeug teleportiert. Aber man sieht ja, wenn ich jetzt Tab drücke, ich kann mich zu keinem anderen Fahrzeug teleportieren. Also es gibt kein anderes. Das war jetzt natürlich mega geil. Habe ich den ganzen Weg umsonst gelaufen. Boah, das war jetzt natürlich echt ein bisschen Käse. Kann ich das Hotel hier kaufen? Ja, oder? Boah, ist das geil, das Spiel. Oh, ja, ja. Boah, Peter, ich hasse dich für die Bestrafung, war ganz ehrlich.
warum muss ich das jetzt spielen? Wir haben jetzt eine Piste gemacht und wir suchen jetzt hier unser Fahrzeug, damit wir diese geile Aufgabe machen können. Aber es gibt kein Fahrzeug. Ich weiß noch nicht, wo ich es kaufen kann. Warte mal. Gibt es hier so ein Kaufmenü? So. T-U-I-O. Da. Was war das denn jetzt? Auf welche Taste habe ich denn jetzt gedrückt? I. Auf I. Ah, da kann ich meinen PDA durchschalten. Und auf U. Und auf O. O mache ich Finanzen. P. P. Na endlich, da kann ich mal was kaufen. So, Fahrzeuge. Was haben wir denn hier noch? Geräte. Ah, guck mal hier. Pistenbully, den habe ich aber. Walze in Räumschild habe ich auch. So, Pistenbully 600. Der ist wahrscheinlich noch viel schneller und so. Da! Oh, Lizard Chirper. Kompaktlader mit Wanne. Schneefräsenfahrzeug. Deutz Agrotron. Boah, was scheiße, hab ich mir schon immer gewünscht. Lizard Kuga Salzstreuer. Radlader. Schneefräse. Lizard ATV. Ist ein modernes Schneemobil. Die vier Ketten treten mit ein besseres Handling sowohl im Gelände als auch auf der Straße. Lizard Jaguar mit Schneekanone. Alter Vater. Ach so, das ist nur so ein Schneeerzeugungsfahrzeug. Was gibt's denn noch? Geräte. Schneekanone, Twin Cannon. Boah. Wahnsinn, ey. Was ist das denn? Schneilanze? Okay, das kenne ich gar nicht. Kunstschnee vom Feinsten bei widrigen Verhältnissen. Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis hat eine perfekte Pistenpräparierung in kürzester Zeit. Ist ja der Wahnsinn. Anhänger. Transportschlitten. Ach, das ist der Transportschlitten. Der steht doch da hinten schon. Wir haben einen davon. Deswegen kaufen wir uns jetzt erstmal so ein mega fettes Mobil hier. Da, den Lizard ATV kaufen wir uns jetzt. Oder sollen wir uns so ein Lizard Turbo kaufen? Eine höhere Leistung, auf den sich natürlich noch schneller vorzubewegen. Die Frage ist, ist das Ding schneller als der andere? Boah, guck mal, wir haben so viel Cash einfach. Guck mal, 161.000, wir kaufen uns jetzt mal den Lizard ATV. Der Kauf steht beim Händler bereit. So, wollen wir mal. So, da nämlich! Wie kann ich gar. Woo! Guckt's euch an, ist das nicht mega geil einfach? So. So nämlich. 65 km/h. Jetzt kommt hier mal Freude auf. Auch wenn das Ding ganz schön scheiße zu steuern ist. Das Ding ist einfach richtig scheiße zu steuern. Jeden Huckel nimmt der mit. So. Jetzt nehmen wir uns unser Schnee. Dingensmobil hier. Da vorne ist nämlich der Schlitten. Das müsste der sein, ja? So, kann ich den nicht ankuppeln? Nee, geht natürlich nicht. Okay, dann checken wir mal kurz, ob das hier mitgeht. Geht bestimmt. Oh. Das Ding ist natürlich mega schnell, aber erstmal abkuppeln. Wie kann ich denn Sachen abkuppeln? Mit V? Nee. Mit C? Nee. Mit X, Y, B, N, M. RT, FGH, IJKL, MN, bla bla, TZ, Übiba. Wie kann ich. Lol. Wie kann ich denn die Scheiße abkuppeln? Ach komm, fuck you einfach. Wieso kann ich da nicht ankuppeln? Okay, probieren wir jetzt nochmal Folgendes aus. Wir gehen jetzt mal hin nochmal ins Kaufmenü. Und kaufen uns noch irgend so ein anderes geiles Mobil. Wie wäre es denn hier so ein Lizard Turbo 48.000? Jawohl, ey. Komm, scheiß drauf. Der ist doch gekauft. Mal sehen, wie schnell das Ding ist. Oh, der geht aber richtig ab. Schau das mal an hier. 70 km/h mit über den Schnee fahren hier. Vielleicht noch schneller. Die ziehen irgendwie immer nach links. Guck mal hier, jetzt sind da links. Aber der hat doch eine Kupplung hinten dran, das sieht man doch. Der müsste doch auch sowas ziehen können.
Geht das nicht? Geht nicht. Das will nicht gehen. Fahr mal vor. Mach mal Platz hier. Ich muss mal versuchen. Aber der hat auch eine Kupplung hinten dran. Vielleicht ist das einfach auch nur Zierde. So, wir gehen jetzt mal hin. Anhänger. Transportschlitten. So, kaufen. Also, das steht jetzt natürlich beim Händler, wa? Anhänger, nee, müssen wir mal in die Richtung fahren hier. Komm schon. Gib Gas. Guck mal. Ah, what the fuck? Ist das für eine Behinderte? Wow! Todescrash gebaut. Oh, verpiss dich mal. Ey. Guck mal, als wenn die Dinger aus Gummi wären. Ah, komm, verzieh dich. So, beim Händler soll der stehen, ja? Wo war denn der Händler nochmal? Ist das hier nicht der Händler? Nee. Wo war denn der Händler jetzt? Hier war der Händler. Nee. Auch nicht? Da vorne! Da! Das müsste der Händler sein, oder? Der ist an meinem Transportschlitten. Ja, perfekt einfach nur. So, warte, jetzt müssen wir mal rückwärts da dran fahren. So, da! Kuh ankuppeln, jawohl! So, geilen Transportschlitten. Jetzt geht's los. Aber das andere Ding ist viel schneller. Wobei geht eigentlich, der fährt auch seine... Ja, der ist 5 km/h schneller, scheiß drauf. Dafür hat das Ding viel mehr Style. Dann guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. 4 Ketten einfach nur. So. Jetzt holen wir uns dieses geile Teil hier. Ja. Jawohl, wir haben es eingesammelt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist mein PDA? Da. Ah, da muss ich hin. Okay. Ja, easy going einfach. Einfach mal quer hier den Berg hoch, würde ich sagen. Oh, da war ein Baum. Okay. Okay, da müssen wir irgendwie anders hoch. Wir fahren am besten die Piste hoch. Ansonsten macht das keinen Sinn. Baum! Oh. So, sorry Skifahrer, auf Wiedersehen. So. Alles klärchen. Easy going, würde ich sagen. Boah, ist das nicht ein erfüllter Skiregion-Simulatorentag? Ist doch der Wahnsinn, oder? Boah, also die Steuerung ist sowas von mega für einen Anus. Aber richtig hart für einen Anus. Das geht ja gar nicht. Aber egal, wir müssen jetzt da oben hin. Kann ich hier abkürzen durch die Pampa? Alter, wo muss ich denn hin? Muss ich bis zur Bergspitze oder was? Wir fahren jetzt mal hier lang. Warte mal. Komm schon. Komm schon! Jetzt beweg dich! Pff, boah, die ganzen Bäume hier, die könnte man doch echt mal abholzen. Ich stehe nur im Weg rum. Was geil ist, dass der auch fast so... Alter, die Steuerung ist so für den Sack, Alter. Das ist so schlecht, ey. Das ist so schlecht, das Spiel, ey. Boah, was für eine Scheiße. Weichen die mir eigentlich extra aus? Ne, der ist voll gegen meinen Kühlbox gefahren. Mein Gott, wo muss ich denn hin? Muss ich hier lang? Ich muss echt bis auf den... Boah, jetzt stellt euch mal vor, diese Pisten gehören alle uns und müssten wir alle verwalten. Das wäre ja sowas von der absolute Oberbullshit. Da müssen wir hin! Jawohl! Oh, zu der Skihütte da oben. Boah, 45 Sekunden haben wir noch. Läuft. So, ein paar Häppchen bringe ich jetzt vorbei. So, und... Jawohl, 9.350 Euro für einen Zeitbonus. Geil, ey. So. Jetzt reicht's aber. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt. Das muss reichen. Alter, das Spiel ist so schlecht. Okay, also. Skisimulator, Skiregion-Simulator. Man kann auf jeden Fall wahrscheinlich eine ganze Menge Scheiße machen. Also transportieren und Schnee und Salzen und was weiß ich nicht all. Aber ich glaube, irgendwann, das wird sich größtenteils darauf beschränken, diese ganzen Pisten zu pflegen, was ich für äußerst langweilig und behindert halte. Aber nun ja, es muss für jedes Scheiße ein Videospiel geben.
Und ja, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, spart euch das Geld, ja, tut's lieber nicht und kauft euch irgendwas anderes davon. Kauft euch lieber eine Tüte Milch oder eine Tüte Kakao davon. Hat mehr Sinn, als die Scheiße hier zu spielen. Und ja, ich sag jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Peter, Bestrafung erfüllt. Und bis zur nächsten Challenge Strike, egal ein Stintchen. Haut rein, bis dann. Tschüss. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.